Hallo, hallo, hallo. Soll ich? Wenn du gleich drüben bist, habe ich keine Klamotten mehr an. Kein Konzert, dann eben ein Livestream. Ihr habt es mitbekommen. Wir mussten unsere Fadenkreuz-Tour mittendrin leider abbrechen. Scheiß Corona. Aber wir sind sehr froh, dass ihr so cool geblieben seid und mit viel Verständnis reagiert habt. Besonders diejenigen von euch, die extra angereist waren, hat's hart getroffen. Einige Engländer waren ebenfalls nach Köln eingeflogen. Es gab skandinavische Fans und auch welche aus der Schweiz. Das tut uns echt sau leid für euch. So sehr, dass wir uns spontan entschlossen, einen Livestream auf die Beine zu stellen. So nach dem Motto, ach komm, das machen wir mal morgen. Kann ich denn schon kommunizieren? Ja, sehr geil. Es funktioniert schon mal gut hier so mit dem... You witnessed it. We had to cancel our ongoing im Fadenkreuz-Tour right in the middle of it. Fuck Corona. Der René, der Rausch. But we were glad. Most of you reacted so supportive and with a lot of understanding. Especially those of you who had traveled from far away were pretty unlucky. There were UK fans, Scandinavians, as well as fans from Switzerland. We felt really, really sorry for you guys. In fact, we felt so unhappy that we spontaneously decided to move ahead quickly and start this mysterious project called Livestream. We began with driving home straight from the cancelled Cologne show, where the decision was first made to interrupt the tour. Parked our van and unloaded everything, then started setting up an improvised kind of stage in our workshop. Not only had we never done a live stream before, we also had basically no idea at all what kind of equipment we need, how to integrate multiple cameras with the sound from the live mixing desk, etc., etc., and so on. Nicht nur, dass wir sowas noch nie gemacht hatten, wir hatten auch keine Ahnung von der nötigen Technik. Wie man mit mehreren Kameras arbeitet, wie man den Live-Ton aus dem Mischpult zugleich pünktlich in den Stream schickt. Und was sollen wir sagen? Unsere Wahnsinns-Crew hat den gesamten Tag nach dem geplatzten Konzert in Köln damit verbracht, die nötige Technik zu besorgen, zu testen und schließlich gegen 18 Uhr eine Art Generalprobe zu absolvieren. Jeder aus der Crew hatte mindestens 2 oder 3 Aufgaben zu übernehmen. Wir wussten bis zuletzt nicht wirklich, ob es funktioniert. Aber wir wollten es in jedem Fall versuchen. Um 18 Uhr ging also unsere Einladung und Ankündigung für den eigentlichen Livestream um 20 Uhr online. Live aus der Lagerhalle gesendet, in der wir sonst Bühnenteile bauen, Kulissen und Lichtanlagen reparieren und so weiter. Da haben wir nämlich einfach mal unsere improvisierte Bühne aufgebaut. Ja, läuft. Ich habe mir auch den YouTube-Ding gerade angeguckt. Es läuft und es läuft sogar flüssig. Es läuft, ja, YouTube ist HD. YouTube strahlt HD aus und wenn sich mehr Leute aufschalten, verfügt es YouTube. Dann würde ich doch vorschlagen, dass man das Ganze jetzt wieder rausnimmt. Oder willst du noch irgendwie eine halbe Stunde testen oder so? Weil mehr Daten kommen jetzt nicht zusammen. Was? Geil, Markus. Über das Handy klingt dann auch gut. Lass so. Lass einfach so. Das klingt aber gut, Junge. Das klingt aber fett, Alter. Hier auf Handy. Das ist gut. Das ist gut. Our live crew were on their phones all morning and googled the heck out of their laptops. And guess what? That amazing crew managed not only to organize the streaming gear we need, but crash course themselves into
the necessary streaming apps as well. Finally, around 6 p.m. CET, we managed to have some kind of dress rehearsal. Ja, sollen wir mal einen groben Zeitplan fest. Soll der Captain Jack Sparrow mit rein ins Bild? Also den kannst du mal an die Seite stellen, wenn die Kamera doch bewegt ist, dann kann man den auch mal... Ja, der läuft, der ist immer noch nicht. Nein, ich wollte dich... Der Captain ist auf Publikum. Der legt sich auf das Publikum. Der Bühne hat er agiert. Da hat er überhaupt nichts zu tun. Der Captain ist Publikum. Ja, natürlich. Disney-Scheiße. Ich werde dann auch irgendwann mal hingehen und ihn geben lassen. Ja, was er sagen, der kann auch... Ja klar, und wir kriegen die Kamera zu der Mann. Das ist ja geil. Die Nachricht über den bevorstehenden Livestream verbreitete sich dank euch wie ein Lauffeuer. Und kaum zu glauben, es ging dann pünktlich um 20 Uhr tatsächlich los. Mann, was waren wir nervös. Wir hatten noch Tom und Simone aus unserem Heldmaschine-Büro dazugeholt, um die Kameras zu führen. Und Mel wurde in letzter Minute für die Bildregie eingeflogen. All of the crew had multiple jobs to do simultaneously, in contrast to regular shows, where there's one man for every job. We tested the stream quality, tried this and adjusted that, and decided to give it a go. Check, check, check. So finally, at around 6 p.m., we did a first little live stream, announcing the live show for 8 p.m. CET the same night. Hey, hey, test, 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 test. What? What? Oh, das ist ein bisschen muffig. Der mufft. Hey, 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 what? Okay, mal so probieren. Weil wir personell so knapp waren, obwohl die gesamte Crew vor Ort war, konnte leider auch niemand den Live-Chat bedienen. Aber das war für euch kein Problem. Ihr habt die Party da allein eher ganz gut geschmissen. Hallo. Hallo. Hm, ja. Oh. Ich quatsche was rein in meine Vocals. Das klingt gut. Das tut der Katze gut. Und tö! Der Vokal, der Vokal, der Vokal ist ein Aal. Der Vokal ist ein Aal. Ja, ja, der Aal. Hallo, Delay. Pitch Correction. Machst du mehr Pitch Correction drauf? Pitch Correction. Ich habe gerade Eier. Junge, Junge, bis zu 1300 Leute waren live dabei, während der Stream lief. Die Crew rief der Band zwischen den Songs immer mal zu, dass wir wirklich live waren im Stream oder wie viele von euch gerade live zugeschaltet hatten. Aber die Band konnte das von der improvisierten Bühne aus natürlich nicht sehen. Was für ein Ritt. Aber irgendwie konnten wir euch da draußen auch spüren. Jedenfalls fühlte es sich so an. Und so wurde fast 2,5 Stunden lang gerockt, mit Überraschungsgästen zwischendurch und allem möglichen Unsinn. Es hat irgendwie trotzdem total Spaß gemacht. Nobody was able to predict it all would work out at the end, being live, non-stop, for more than 2 hours or so. But we all decided, collectively, it was absolutely worth trying. Streaming a Heldmaschine live show from a workshop facility, where usually backdrops are being built, stage lights are being designed, and trailers are being repaired. Word about the upcoming live stream spread like wildfire, thanks to you guys. And what do you know? The live stream show started right on time. And man,
We were nervous, which is really weird considering there was fucking no audience at all. But the excitement, knowing what was about to happen, was massive for all of us. We already had, of course, Tom and Simone come over from the head machine office in the morning to do the cameras, and Mel was flown in last minute as well to switch the live cams. Schatten an der Wand, siehst du, wie die Uhr tickt im Takt der Zeit. Das gewisse Etwas fehlt. Hey, liebe Freunde. Hey, liebe Freunde der Rockmusik. Ja. These are the blind. Sadly, as all of us were really more than busy with the anti-show, so there was no one left to take care of the live chat. But hey, the fans did amazingly well all by themselves. Yeah. And as we could check back a few days later, you guys obviously had tons of fun doing it too. So thanks to you guys. Shakalak boom shakalak. Is this a session? La. 12 Töne. 12, alle 12 na, na, Töne. Na, 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 na. Achtung, alle 12 Töne, Moment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12-Ton-Musik. Ist das jetzt 12-Ton-Musik? Jo. And wow, up to 1300 of you were live online watching the live stream. Between songs, our crew would shout over to us that the stream was running fine. How many of you were rocking with us out there and so on. But of course, we could not see anything from our improvised stage. What a weird and crazy ride. Still, somehow, we had the feeling you guys were out there. Somewhere. Really, that's how it felt. Well, we rocked for more than 2 hours, including surprise guest features and whatnot. Certainly was great fun doing it. So, thanks again to our amazing live crew, Nicolo, Markus, Ben, Tom, Simone and Mel, for this super successful out-of-thin-air live stream. Kannst du mir Bass? Den Marco lauter geben auf meinem Ohr. And most of all, to you guys out there. Kann sein, dass ich den Gesamt lauter machen nachher. Lass uns gerade auch spielen, bitte. Komplett. For all your great parties at home, on the tablets, on your TVs, on your computers, most of you all dressed up in our finest Heldmaschine merch. Da hinten ist Klopapier. Du weißt schon, dass die Leute dann hier hinströmen, ne? Zu uns. Weil wir die letzte Rolle Klopapier haben. Das kannst du ja vielleicht auch sagen. Hier, wir haben die letzte Rolle Klopapier. Wir haben die letzte Rolle Klopapier. Und an dieser Stelle nochmal Danke. Danke an unsere Wahnsinns-Crew. Nicolo, Markus, Ben, Tom, Simone und Mel für den aus dem Boden gestampften erfolgreichen Livestream. Und vor allem an euch da draußen. Für eure Partys zu Hause, am TV, am Rechner, am Tablet, in euren HM-Klamotten. Total geil. Nachher die ganzen Bilder und Videos zu sehen. Wie ihr zu Hause abgegangen seid, mega. Wir lieben euch. Stärksten Sturm betrotzt.
Darf ich dann doch den Marco ein bisschen lauter haben bei mir? Marco, lauter? Ja. Hast du schon lauter gemacht? Ja, mach doch mal lauter, wenn du meinst, du musst für dich lauter sein. Ich kann ruhig ein bisschen lauter machen, aber muss jetzt nicht sein, aber kann ich machen. Ist jetzt nicht, ist egal. Wie ist es bei den anderen? Braucht ihr den Bass lauter? Bei mir ist alles wie immer, von daher kann ich arbeiten. Also braucht nur der Eugen den Bass lauter. Dann Eugen lauter, ja. Und meine Gitarren ticken leiser bei mir. Es ist jetzt 15 Uhr. Ihr könnt ja überlegen, ob ihr die Ankündigung jetzt mal zwischenschieben wollt. Dann ist die gemacht. Also müsst ihr mal die Instrumente stillhalten jetzt alle. Jetzt, oder was? Ach, ist das schon die ganze Zeit im Stream hier? Ja, aber wir müssen jetzt, der Stream läuft jetzt eine Viertelstunde sauber durch. Verstehe, das ist der Test. Und die sehen das alle da draußen. Keiner sieht das. Also jetzt alle ausziehen, bitte, ganz kurz. Sieht man das da draußen? Sieht man das? Ja, aber da draußen meine ich. Nur ausgewählte Gäste. Ach so, okay, verstehe. Aber den anderen Stream schalten wir direkt auf Aufsicht. Das heißt, alle hessischen Abonnenten kriegen, glaube ich, eine Mail. Jetzt Livestream, ohne Ankündigung. Und allen anderen können wir den Link schicken. Da müssen wir eigentlich noch einen Moment warten. Oh, Dirk, kannst du mal mit der Furzerei aufhören? Aber der war gut. Aber nicht mit rosa Licht hier, oder? Oh. Und siehst du denn rosa Licht? Hallo liebe Freunde, hier ist die Heldmaschine! Tja, leider nicht auf Tour. Ihr wisst Bescheid, warum. Brauchen wir keine großen Worte machen. Trotzdem haben wir gedacht, ey, wir haben Bock für euch zu spielen. Und wenn alles gut geht, ihr seht, wir haben schon aufgebaut, werden wir heute Abend um 8 Uhr einen Livestream starten. Wir hoffen, ihr seid alle dabei. Wir hoffen, wir hören euch irgendwie auch, weil das ist notwendig für so eine Live-Show. Ihr müsst also sehr laut brüllen, damit wir das alles mitbekommen. Falls es nicht klappen sollte, wir haben es noch nie gemacht, wird das natürlich nachgeholt und ihr werdet es auf jeden Fall alle mitbekommen. So, jetzt machen wir mal Schluss hier mit der Ankündigung. Wir werden jetzt noch was essen gehen, uns für euch umziehen, uns schick machen und dann sehen wir uns gleich um 8 Uhr heute Abend auf YouTube-Channel, auf unserem YouTube-Channel /Heldmaschine. Direkt followen, damit ihr alles mitbekommt. Bleibt gesund, bis gleich. Tschüss. Ist so geil, vor der ganzen Welt zu spielen und man merkt nichts davon. Ist schon ein bisschen surreal, aber ich denke, da müssen wir uns dran gewöhnen, oder? Tobi? Es scheint so, ja. Hä? Uns dran gewöhnen, so, oder? Ja. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefällt. Wir wissen noch gar nicht, wie viele gerade zuschauen. Vielleicht kriegen wir das gleich. Ich höre gar kein Wort, höre ich. Erstmal spielen, was? Ha! Größtes Konzert. Das größte Konzert und wir kriegen nichts mit. Scheiße. Ja, willkommen auf der im Fadenkreuz-Tour hier in der Quarantänehalle. Mitten im Westerwald. Ist schön hier. Ja. Ja. Ja, und nur ein bisschen leise. Komisch. So. Sollen wir noch ein Spiel? Ich kann euch nicht hören. Okay, danke. Was haben wir denn noch? 1022 Leute gucken gerade zu.
Hallo 1022. Viel zu viele, bitte weg hier raus. Schöne Grüße. Ach, der Hammer, ne? Der Hammer. Vielen Dank. Ihr werdet immer lauter. Echt? Ja. Dann werde ich immer tauber. Ich trinke jetzt auch mal Bier. Warte mal. Du trinkst Bier, ich trinke Diesel, ja? Jetzt spendet er. Komm mal. Ja. Oh, Scheiße. So, ich muss mal ein bisschen abtupfen. So viel Zeit muss sein. Ihr könnt ja in der Zeit einen Kaffee kochen oder so. Stimmt. Oder mal aufs Klo gehen, oder mal auf die Toilette gehen, ein bisschen pullern. Hände desinfizieren. Und Leute, wir haben eine Umfrage gestartet. Ja? Eine Umfrage. Welche Songs würdet ihr gerne auf der Fahrtkreuztour hören? Und der nächste Song, der kommt, der war Platz 1. Den habt ihr extrem viel gewählt. Und deswegen spielen wir den jetzt. Platz 1? Ja, Platz 1. Okay. Von welcher Platte? Weiß ich jetzt nicht. It was so awesome to check out all the pictures and videos of you guys rocking at home. Schön. Ja, Nico. Stay home. Sehr schön. Stay healthy. Nicolo. We love you. Ja, was wollte ich eigentlich noch sagen? Hört doch mal auf zu schreien da jetzt. Bleib zu Hause. Bleib gesund. Und es geht immer weiter. Your Health Machine.